Lungenkrebs ist eine häufige Krebserkrankung, die oft zufällig entdeckt wird. Lungenkrebs ist die Bildung von bösartigen Tumoren innerhalb der Lunge und des Bronchialgewebes. Lungenkrebs entsteht vor allen Dingen durch schädliche Substanzen, die wir einatmen. Da ist in erster Linie das Rauchen zu nennen. Das sind über 90% der Krebsfälle verantwortlich ist. Lungenkrebs zu behandeln ist nicht immer einfach und erfordert immer die Zusammenarbeit mehrerer verschiedener Fachdisziplinen. Und das ist eine der Spezialaufgaben, die wir hier in Hamburg-Barmbek bearbeiten. Das Tückische am Lungenkrebs ist, dass es keine spezifischen Symptome gibt, die einem anzeigen, jetzt könnte es sich um Lungenkrebs handeln. Lungenkrebs macht sich erst relativ spät bemerkbar oder wenn ernsthafte Komplikationen auftreten. Wenn zum Beispiel ein Tumor innerhalb der Bronchien kleine Blutadern anfrisst, dann kann es zu Bluthusten kommen. Aber viel häufiger sind allgemein Beschwerden wie Gewichtsverlust, Kurzatmigkeit bei Belastung, vielleicht nächtliches Schwitzen. Das sind Dinge, wo man auf jeden Fall vor allem bei entsprechendem Risiko den Hausarzt aufsuchen muss. Ganz häufig wird Lungenkrebs als Zufallsbefund in einer Röntgenaufnahme erkannt. Die Behandlung von Lungenkrebs wird heutzutage immer interdisziplinär gemacht. Das heißt, nicht der Chirurg allein und nicht allein der Onkologe oder Pneumologe bestimmen die Therapie und führen sie durch. Das machen immer alle gemeinsam. Und zwar werden dazu alle notwendigen Untersuchungen durchgeführt und am Ende in einem gemeinsamen sogenannten Tumorboard besprochen. Und dann wird dem Patienten eine Empfehlung an die Hand gegeben, welche Behandlung in seiner speziellen Situation die geeignetste ist.